So, hallo und herzlich willkommen hier, Assassin's Creed 2. Wir sind beim 11. Part mittlerweile und ich nehme seit ziemlich genau einem Jahr jetzt endlich mal wieder auf. Ja, wir sind jetzt wieder ziemlich genau eigentlich bei der Mission, die wir letztes Mal gerade so gut wie abgeschlossen hatten. Aber da ich letztes Mal nicht speichern konnte, sind wir jetzt nochmal bei dem Gespräch. Ja. Oh, Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich! Komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt, nach diesen Zeichnungen, könnte es sein. Könnte es was sein? Bitte setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Kompliziert, was der da erzählt. Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klingel. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Was ein Sackgesicht. Okay. So, kann man die Klinge auswählen? Und jetzt hängt's trotzdem alles, oder was? Warum hängt das jetzt alles? Ich muss mal gerade was nach der Steuerung gucken. Steuerung anpassen. Ach, genau, das war da. Okay. Gut. So, und jetzt müssen wir gucken, ob es jetzt immer noch so hängt. Warum hängt das jetzt? Ach, scheiße. Naja, dann mache ich es gerade bis dahin wieder und. Oh, das war jetzt auch komisch. So, dann mache ich es gerade wieder bis dahin und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder mitten im Gespräch und es geht natürlich direkt weiter. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie, wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich! Oh, man kann sich ja umschauen in diesem Raum. Lol, wusste ich gar nicht. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? So. War das genug? Tat heißt, wir gehen vermutlich hier hinter die Wache. Und jetzt. Eccolo! Packt ihn! Okay, so sollte es also nicht aussehen.
Ja, wie gesagt, ich habe seit ziemlich genau einem Jahr nicht mehr Assassin's Creed 2 gespielt, von daher bin ich mit der Steuerung nicht mehr ganz vertraut. Das muss ich mir jetzt nochmal wieder aneignen, so ein bisschen. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Fass der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht, verdomm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Oh, nein. Stopp. Was ist nun? Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht kann ich da von hier aus was machen. Sag mir, was ich wissen will, und wir können das hier beenden. Redest du jetzt? War das genug? Ach so, man muss wahrscheinlich hinter den gehen und dann. Ach shit! Mann! Okay, also das muss ich echt nochmal genauer üben. ja. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass ihr euch das jetzt die ganze Zeit angucken müsst. Wo liegt denn wohl das Problem? Aber ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht, verdomm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Vielleicht ja jetzt. Geht doch. So schwer war es jetzt ja eigentlich nicht. Naja, mal sehen, was jetzt kommt. Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Ja, das sagen sie alle. Wer weiß, was der wirklich mit den Leichen macht. Oh, scheiße. Warum laufen die eigentlich immer so langsam, Mann? Verdammt. Los jetzt. Was? Achso. Hier rein und jetzt dahin. Okay. Ja, da liegen jetzt ja mal unglaublich viele andere, ne? Sieht sie da alle gestapelt. Ja. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. So. Das ist gut, dass es jetzt speichert. Ich würde sagen, jetzt können wir noch schnell da hinten zurücklaufen und dann ist der Part auch wieder vorbei. Es ist jetzt zwar nicht so besonders viel passiert, außer dass ihr zweimal euch darüber belustigen konntet, wie doof ich, wie bescheuert ich mich benehmen kann. Eine Minute haben wir noch. Vielleicht reicht das noch, um da hinten hinzurennen. Die Frage ist aber auch, ob das dann da noch speichert. Ja, weil das Problem ist, ich werde jetzt nur diesen einen Part aufnehmen und danach ausmachen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach wie beim letzten Mal, wo ich 10 Parts nacheinander aufgenommen habe, einfach dann warten, bis es weitergeht. Beziehungsweise dann mit dem nächsten weitermachen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder da, wo eben der Speicherort war. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Lass dich nicht erwischen! Wie geht denn das?